Hey Leute, heute kommt mein erstes Q&A und ich freue mich, dass es geklappt hat und ihr mir doch ein paar Fragen gestellt habt, sodass so ein Video zustande gekommen ist. Erstmal vielen Dank dafür, dass ihr mir die Fragen gestellt habt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Und zwar ist die erste Frage, machst du noch Schule oder arbeitest du? Und wenn ja, was genau? Also ich gehe nicht mehr zur Schule, also theoretisch. Ich mache eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten. Und zwar, das Wort ist einfach so mega lang. Denke ich mir jedes Mal, wenn ich das ausspreche. Und ich habe dann einen Tag in der Woche Berufsschule. Also ich gehe einen Tag noch pro Woche zur Schule und sonst gehe ich die restlichen Tage halt normal arbeiten. Ich bin jetzt nach den Sommerferien im dritten Lehrjahr und meine Ausbildung geht jetzt nur noch 5 Monate. Normalerweise würde sie im Juli enden, nächstes Jahr im Juli. Bei mir endet sie jetzt aber schon nächstes Jahr im Januar, weil ich ein halbes Jahr verkürze. Das heißt wiederum auch, dass ich ab September Samstagsschule haben werde. Einfach weil ich ja verkürze, muss ich mir viel Stoff selber beibringen und deswegen gibt es dann automatisch, wenn man das möchte, samstags noch einen Schultag und den habe ich dann. Was dann leider auch wiederum heißt, dass ich jetzt nur alle 2 Wochen ein Video hochladen werde, weil ich es zeitlich einfach sonst nicht schaffe. Und mit dem Stoff, was ich nach der Arbeit noch lernen muss, wird das einfach zeitlich im Moment nicht hinhauen. Deswegen wird jetzt immer montags alle 2 Wochen ein Video von mir kommen. Ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht. Aber ich kriege es im Moment halt einfach nicht hin. Also bis nächstes Jahr im Januar. Außer es kann natürlich mal sein, dass ich vielleicht mal gut zeittechnisch hinkomme. Dann kommt vielleicht zwischendurch mal noch ein anderes Video. Aber der Regelfall wird sein, dass alle 2 Wochen ein Video von mir hochkommt. Dass ich alle 2 Wochen ein Video hochladen werde, weil ich es einfach sonst im Moment nicht anders schaffe. Nicht, dass ihr euch wundert. Aber ab Januar habe ich dann wieder mehr Zeit. Die nächste Frage ist eher High-End-Kosmetik oder welche aus der Drogerie? Ich muss sagen, ich benutze lieber High-End-Kosmetik als Drogerieprodukte, weil ich damit besser zurechtkomme und ich freue mich auch immer so ein bisschen, wenn ich mir dann mein teures Produkt gönne. Ich muss aber auch sagen, ich kaufe jetzt nicht so viel von den teuren Produkten. Also ich mache das so, ich spare eine Zeit lang und kaufe mir dann anstatt mehrere kleine günstigere Teile ein teureres Teil, was ich dann aber auch längere Zeit benutze, dass es auch so ein bisschen rentiert vom Preis her, weil es schon dann ja teure Sachen sind. Aber grundsätzlich kaufe ich eher High-End-Produkte. Ich teste aber auch Drogeriesachen, also so ist es nicht. Aber ich komme halt meistens immer auf die anderen Sachen zurück. Ich habe da halt einfach so ein bisschen mehr Spaß dran, weil ich das Gefühl habe, wie gesagt, ich gönne mir dann so ein bisschen was. Deswegen benutze ich die. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Drogerieprodukte alle schlecht sind. Nee, das auf jeden Fall nicht. Im Drogeriebereich gibt es auch wirklich günstige... Gibt es auch wirklich gute Sachen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher ein teureres Produkt, wo ich dann 3 Monate, sage ich jetzt mal, darauf hinsparen, als 3 günstigere Produkte, die ich mir dann alle in einem Monat holen kann. Nehmen. Okay, die nächste Frage. Mit wem wohnst du zusammen oder wohnst du alleine? Also ich wohne momentan noch zu Hause, also bei meinen Eltern. Manche sagen, sie wohnen in einer WG mit ihren Eltern, aber das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich sage immer, ich wohne in einer WG mit meinem Hund, weil der mit in meinem Zimmer schläft. Das heißt, also wir haben hier so eine kleine 2er-WG. Nein, aber ich wohne noch zu Hause. Hast du einen Freund? Da war er gerade wieder. Kurzweil 2. Nein. Gehen wir zurück zur nächsten. Nein, also ich meine, was soll ich da großartig mehr zu sagen? Also im Moment habe ich keinen Freund. Wie bist du zu YouTube gekommen? Also zu YouTube gekommen, ich glaube, da bin ich genauso wie die meisten anderen dazu gekommen sind. Ich habe mir einfach YouTube-Videos angeguckt. Hatte dann einfach Lust, selber welche zu machen. Ich hatte aber als ersten Kanal gar nicht so einen Beauty-Kanal, sondern da habe ich versucht, so Musikvideos nachzumachen. Also ich habe Musik gehört und dann habe mir dazu dann Musikvideos ausgedacht. Da war mir aber nicht so bewusst, dass es mit den Urheberrechten ja nicht so gut ist, dass man da ja einiges beachten muss. Deswegen habe ich das dann auch relativ schnell gelassen. Dann habe ich Schauspielvideos hochgeladen, indem ich so verschiedene berühmte Szenen nachgestellt habe oder so kleine Comedy-Clips. War aber dann irgendwie auch nicht so richtig mein Ding. Und jetzt bin ich im Moment bei dem Beauty
Kanal gelandet. Also im Moment ist gut, ich mache es ja erst schon eine längere Zeit. Aber so bin ich da eigentlich drauf gekommen. Dann habe ich, glaube ich, mehrere Beauty-Videos gesehen und dann habe ich gedacht, ja, das könnte ja auch was sein und habe es einfach mal ausprobiert nach den ganzen anderen Sachen, die ich davor ausprobiert habe. Und so bin ich eigentlich zu YouTube gekommen. Ja. Kannst du auch mal einen Live-DM-Haul machen? Müsste ich mal so ein bisschen gucken, wie das geht, wenn ich das live mache und erstmal bei DM was einkaufen. Aber grundsätzlich könnte ich das natürlich machen. Okay, und die letzte Frage. Wärst du lieber durch YouTube reich oder berühmt? Eine gute Frage. Ich meine, das eine zieht ja das andere eigentlich mit. Also wenn ich reich bin, bin ich in den meisten Fällen ja auch berühmt. Und wenn ich berühmt bin, bin ich in den meisten Fällen ja auch reich. Also ich meine, ich lege es jetzt nicht unbedingt darauf an, reich zu werden. Ich fände es schon mal schön, wenn mein Konto einigermaßen gut gefüllt ist, dass ich zurechtkomme. So wie wahrscheinlich die meisten. Und ich lege es auch nicht besonders darauf an, unbedingt berühmt zu werden. Ich mache halt einfach so das, was mir Spaß macht. Und wenn ich merke, dass es den Leuten gefällt, dann finde ich das gut. Jetzt unbedingt dadurch reich werden. Mir würde es schon reichen, wenn ich mein Hobby zum Beruf machen könnte. Also einfach das machen könnte, wo ich Spaß dran habe und dadurch natürlich dann noch Geld verdienen. Das wäre natürlich super. Ich glaube, das ist so die Wunschvorstellung von vielen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, reich oder berühmt, ich glaube, dann würde ich, sage ich einfach mal, ich würde berühmt nehmen. Was irgendwie so ein bisschen eine schwierige Frage ist. Ich kann so die ganze Zeit hin und her. Kann man sich so die ganze Zeit selbst ausargumentieren. Ich das hätte und das. Ich sag mal berühmt. Aber ich glaube, es ist immer so, wenn man das macht, woran man Spaß hat, dann kommt das auch rüber. Und wenn man das irgendwie nur macht, um berühmt zu werden oder um reich zu werden, dann hat man, glaube ich, auch so eine ganz andere Ausstrahlung. Wahrscheinlich kommen so Kommentare, man merkt das oder so, nein. Aber ich glaube, man spiegelt das dann auch so ein bisschen wider. Also man sollte halt immer, ich tippe immer auf mein Handy, weil es immer ausgeht. Man sollte halt immer das machen, worauf man Spaß dran hat. Ja, und wenn das dann zwangsläufig dazu führt, dass man irgendwie berühmt wird oder reich, dann ist das schön. Oder ein schöner Nebeneffekt. So berühmt sein ja auch immer Schattenseiten hat. Aber grundsätzlich, glaube ich, sollte der Spaß an erster Stelle stehen. Und wenn sich dann was ergibt, dann ergibt sich was. Und wenn nicht, dann nicht. So, das waren erstmal alle Fragen, die ihr mir spontan gestellt habt. Erstmal vielen Dank wirklich für die ersten Fragen. Mir hat es auf jeden Fall mal Spaß gemacht, so ein Video zu machen. Und hoffe, ihr hattet Spaß, das mal zu sehen und konntet mich so ein wenig besser kennenlernen. Wenn ihr noch andere Fragen habt, könnt ihr mir die auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Und sonst hoffe ich natürlich, dass euch das Video auch gefallen hat. Und ihr könnt mir natürlich gerne einen Daumen hoch geben oder mir ein Abo dalassen. Abo dalassen hier und einen Kommentar dalassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!